So also geht der FC Kaiserslautern dran. Ramsey Libero, die Mandecker sind Roos und Samir. Und links Ojikwe und rechts Riedel spielen gegen die offensiven Mittelfeldspieler von Benfica, gegen Poborski und Pembridge. Christoph und Ballack unterstützen die einzige Sturmspitze, Olaf Marschall. Aber über die Außen soll es gehen. Klar, links Reich und rechts Buck. Bei Benfica, wie gesagt, ein neuer Torhüter, aber sonst die optimale Besetzung. Ovčinnikov, dann also doch zu dritt hinten. Ronaldo, Paulo Madeira und Tachar. Saladu, der 22er, hat sehr gut ausgesehen. Der Beste von Benfica beim Hinspiel. Minto, dann Pembridge und Poborski. Hugo Leao, der Jungstar, und die beiden Sturmspitzen. Joao Pinto, gegen den wird also Axel Roos spielen, und Nuno Gomes. Schiedsrichter im Übrigen ist Graham Barber, auch er heute nur Ersatzmann eigentlich, denn Paul Durkin, 43 Jahre alter, bekannter englischer Schiedsrichter, hat sich verletzt und für ihn also der 40 Jahre alte Graham Barber. Aus dem deutschen Winter mit erstem Schnee und Minusgraden also hier an die Südwestspitze Europas. Heute war es knapp über 20 Grad, die Sonne schien, jetzt haben wir auch noch angenehme 14, 15. Und das ist Graeme Souness, rechts ergibt sich der Presse, die allerdings mit ganz harten Bandagen, um es vorsichtig auszudrücken, ihn angreift. Sehr unversöhnlich, lässt sich auf keine Diskussion ein. Aber da weist ihm auch keinen Faden ab, heute muss er hier gewinnen. Nein, seine Mannschaft muss gewinnen, sonst gibt es morgen richtig aus der Abendkasse. In den Zeitungen. Also Benfica in den roten Trikots von rechts nach links. Und auf geht's. Ich schätze mal so 25.000 in diesem Riesenstadion. Mehr zieht Benfica nach den letzten Leistungen einfach nicht mehr. Hugo Leao, Salado, Paulo Madeira mit der 13, das ist Ronaldo, der einzige Brasilianer im Team, allerdings weder verwandt noch verschwägert mit dem besten Fußballspieler der Welt gleichen Namens. Samir. Buck hat einen Schlag auf die Achillessehne bekommen im Spiel gegen Borussia Dortmund. Musste ausgewechselt werden, aber es geht wieder. Scott Minto, Engländer, kam von FC Chelsea. Ronaldo, wie gesagt, der einzige brasilienstämmige Profi bei Benfica Lissabon. Das war früher hier in Portugal anders. Da durfte jede Mannschaft so viel Brasilianer einsetzen, wie sie wollte. Denn Brasilien wurde noch als ehemalige Kolonie angesehen. Graeme Souness hat das umgedreht hier. Er sagt, ich brauche besser führbare, diszipliniertere Spieler. Briten, Russen. Erste Ecke, Buck. Marco Reich. Christoph. Und da ist Ojikwe, Pascal Ojikwe, Nigerianer,
spielt sonst bei den eigenen Amateuren, aber hat schon 4 Bundesliga-Einsätze und hat auch schon der Champions League in Helsinki gut gespielt. Paolo Madeira. Groß gegen João Pinto. Technisch haben sie sicher Vorteile, die Portugiesen. Und als Südeuropäer sind sie auch stimmungsabhängig, deswegen kommt es immer besonders auf die ersten 10-15 Minuten an, ihnen die Lust am Zaubern nehmen. Cambridge. Book. Hugo Leao. Nuno Gomes. Poborski. Ballverluste im Mittelfeld, wie der eben von Axel Roos, sind dem Vorhaben der Lautre nicht förderlich. Reich, die greifen ihn nicht an. Und die Idee war gut. Er zog 2-3 Mann mit und in der Mitte Christoph. Reich reklamiert Hand. Schlimmstenfalls angeschossen. Hand geht nicht zum Ball, wir haben es gesehen, der Arm eher zum Schutz. Also Eckball Nummer 2. Nuno Gomes. Zweiundzwanzig Jahre alt und schon 5 Länderspiele. Hat den Schweden Pringle verdrängt. Ecke Pembridge. Danke. So, jetzt ist Buck allein mit sich und seiner Schnelligkeit. Christoph kommt mit. Und in der Mitte nur Marschall. Minto. Go
Ballack. Soladu. João Pinto. Schön von Christoph. Ruhe reinbringen und Ballbesitz. Marschall, Handspiel. Olaf Marschall hat ja in der Champions League noch überhaupt nicht getroffen. In der Bundesliga schon 8 Mal. Aber seit geraumer Zeit, 490 Minuten glaube ich, ist er ohne Torerfolg. Tahar gegen Christoph. Tahar, der 2 ist Marokkaner, 70 Mal international. Hani Ramzi. Sollte ja eigentlich Kadlec, Miro Kadlec, der zurückgegangen ist in die Tschechische Republik, nach Hause, als Libero ersetzen, aber hat dann einige Bolzen drin gehabt, verlässt sich oft zu sehr auf seine technischen Fähigkeiten und daraufhin hat Otto Rehhagel umgestellt. Hat Ciriakos Forza Libero spielen lassen und Ramzi Mandecker. Von da an verlor der FCK nicht mehr. 5 Spiele in Folge. Die letzten 4 jeweils mit 1:0 gewonnen. Ist natürlich auch ein bisschen logische Konsequenz. Der Spielmacher der Zuspieler Forza fehlt im Mittelfeld. Wenn er denn hinten die Lücken stopft. Aber 1:0 reicht auch für 3 Punkte. Ja, Angriff von hinten, wenn auch nur auf den Ball. Kann man auch pfeifen. Samir. Auf Tinikov. Ist Russe, 17 Länderspiele, kam im letzten Jahr von Dynamo Moskau. Joao Pinto, Axel Roos bei ihm und Buck und zu zweit stoppen sie. Und Christoph. Joao Pinto.
Joao Pinto zieht sich immer wieder ins Mittelfeld zurück, zieht Axel Rose hinten aus dem Deckungszentrum raus. Reich. Ruhig auch mal hinten rum. Marco Reich. Schön und gut gehalten. Nach 13,5 Minuten die erste nennenswerte Gelegenheit und die für den ersten FC Kaiserslautern. Christoph. Ramsi. Samir. Sie sehen es immer wieder, sie halten den Sportkameraden Andreas Buck für sehr schnell. Seine Mannschaftskameraden. Hier noch einmal der schöne Schuss und auf Tschinnikow. Joao Pinto. Paulo Madeira. Buck. Ojigbe. Von übergroßem Respekt jedenfalls oder gar von der Angst ist bei den jungen Lauterern in diesen ersten 15 Minuten nichts zu spüren. Die Außen werden konsequent besetzt mit Reich und Buck. Wenn sie noch ein bisschen mutiger nachrücken, dann wird sicher was mit den Kontern. Groß. Riedel. Marschall. Christoph. Samir Reich. Ballack. Wieder Reich. Das sieht bisher sehr gut aus gegen Taha. Axel Rose. Die paar hundert lauterer Fans, die mitgereist sind, hier nach Portugal, eindeutig besser zu hören als die Fangemeinde von Benfica Lissabon. Und das spiegelt ganz gut das, was sich hier auf dem Platz tut. Thank you.
Thiago Leão. Poborski, an dem das Spiel weitestgehend vorbeiläuft auf der rechten Seite. Axel Roos. Marschall. Riedl. Ballack. Wunderschön. Reich. Ojikwe. Also es ist schon bemerkenswert, wie ruhig, abgeklärt und selbstsicher die Lauterer hier auftreten. Joao Pinto, an ihm war der FC Bayern mal interessiert. Geboren ist er in Porto. War Portugals Fußballspieler des Jahres 1994 und seit 6 Jahren ist er hier bei Benfica. Ein großer Dribbler mit 17. Spielt er schon in der ersten Liga. Dupieren lassen von Pembridge. Björn Sunes, ein Bypass am Herzen, musste er sich legen lassen, als Trainer noch vom FC Liverpool. Schon einiges gesehen. Und hier war aber auch die Hand mit dem Spiel, oder der Arm hat ihn weggezogen, Pembridge Ojikwe. Der Schiedsrichterassistent hatte eigentlich freie Sicht. Sun ist also der Schotte, auch mal Trainer bei Glasgow Rangers gewesen. Dann beim FC Liverpool, bei Galatasaray Istanbul, beim FC Southampton, beim AC Turin. Und seit Dezember 97 ist er bei Benfica. Vorweihnachtliche Gefühle entwickeln bei 20 Grad und Sonne am Tag. Auch nicht so einfach. Riedl. Schauen Sie sich das an. Gegen 3. Ojikwe. Links ist Marco Reich. Poborski. Axel Roos steht nicht immer absolut 100% richtig, aber im Zweikampf setzt er sich regelmäßig durch.
Kleiner Foul. Thomas Riedl. Ojikwe. Reich. Ballack. Ja, jetzt klappt aber auch alles und jetzt berauschen sich die Lautra ein bisschen an der eigenen Leistung. Christoph. Rechts, das ist Co-Trainer Stumpf. Taha. Christoph. Riedl. Ramsey. Roos. Marschall. Eckball. Lautern ist so in den letzten 3, 4, 5 Minuten eindeutig die bessere Mannschaft. Bei den Portugiesen ist ganz klar zu spüren, wie nervös sie sind, unter welchem Druck diese Mannschaft steht nach den Misserfolgen der letzten Wochen. Buck. Reich. Pembridge. Ballack. Ronaldo. Hugo Leão. Und Reich. Christoph. Der letzte Pass kommt überhaupt nicht an. Kaiserslautern geht ein wenig schludrig um mit der sich jetzt gerade in diesem Spiel bietenden Gelegenheit, hier auch etwas auf die Anzeigetafel zu zaubern. Lado.
Christoph Ballack. Riedel. Marco Reich. Das war sogar Absicht, dieser lange Wechsel. Ballack. Ballack. Benficas Abwehr geht alles andere als konsequent in die Zweikämpfe, selbst am eigenen Strafraum. João Pinto. Poborski. Ja, da hat der Ojigba ausgetanzt. Und völlig frei. Nuno Gomes. Und so läuft das halt im Fußball. 31. Minute. Kaiserslautern. Wenn wir den Portugiesen etwas zugute halten wollen, dann sagen wir, sie haben Kaiserslautern ein wenig eingeschläfert. Und sie sind in die Falle getappt. Und dann geht Poborski, von dem 15, 20 Minuten überhaupt nichts zu sehen war, an Ojigba vorbei, flankt präzise. Da hat, glaube ich, Ballack nicht aufgepasst. Die Flanke wunderbar. Nein, es war Samir, der da an diesem hohen Ball vorbeirauscht. Schon sein fünftes Tor in der Champions League, der erfolgreichste Schütze, Nuno Gomes. Geld wird es geben für die 13 für Ronaldo, weil er Bock hat, relativ müde auflaufen lassen. Also dieses 0-1 aus lauterer Sicht ist ärgerlich. Da hatten sie fast eine Viertelstunde lang die Gelegenheit, selber aus der Überlegenheit etwas zu machen und lassen sich dann im gegnerischen Stadion auskontern. Im Übrigen war das erste Gegentor seit mehr als 7 Stunden Fußball. Viermal in Folge 1:0. Paulo Madeira. Er baut von hinten auf. Man muss Olaf Marschall ein bisschen stören. Ballack. Christoph. Und, ja, schade. Buck war frei. Thank you.
Thiago Leão. Ruck. Und ich sagte vorhin, die Portugiesen als Südeuropäer eine sehr stimmungsabhängige Mannschaft. Das Tor ist gefallen und schon läuft sich's leichter. Schon wirken sie wieder flinker und auch ballsicherer. João Pinto. Hatte ihn Samir, Torhüter Reinke, in die Bretouille gebracht mit einem Nachhalb-Rückpass. Und ihr habt es gesehen, da hat er sich nicht getraut, richtig ranzugehen, um den indirekten Freistoß nicht einzuhandeln. Ojibwe. Riedel. Marschall und Christoph ist drüben frei. João Pinto. Das ist leichtfertig, wie ein solcher Freistoß verschludert wird. Ojigwe. Nicht nur damals mit Werder Bremen war Otto Rehagel als Trainer hier erfolgreich, nein, auch 95 mit dem FC Bayern. Viertelfinale UEFA Cup 3-1 gewonnen gegen Benfica. Clara ist völlig von der Rolle, der Zweier. Eckball. João Pinto. Bobowski. Wieder der tschechische EM-Star. Christoph. Vorteil. Marco Reich. Das war ziemlich rüde, was Taha da gemacht hat. Da ging er nur auf den Mann, dafür kann man auch rot geben. Paulo Madeira war es, der Fünfer. Und er kriegt gelb und ist dann im letzten Spiel gegen PSV Eindhoven gesperrt, weil er schon mal eine gesehen hat im Wettbewerb. Haben Sie gesehen? In Großaufnahme. Thank you.
Aber Marco Reich steht wieder, im Gegensatz zu El Khaled Tahar. Oben in der Mitte im Dunkeln, das war der Präsident von Benfica Lissabon. João Azevedo, ein Anwalt, der verbissen an der Erneuerung dieses Traditionsclubs arbeitet. Da müssen riesige finanzielle Löcher gestopft werden. Hier wurde gewaltig gemismanagt in den letzten 10 Jahren. Balak. Ah, Riesenschuss und Riesenparade auf Tinikov. Einmal gegen Reich und jetzt gegen Balak. Also Michel Prudhomme, der belgische Stammtorhüter, wird nicht vermisst. Daha nach Behandlung wieder auf dem Platz. Bridge gegen Riedel. Und den Freistoß schießt Poborski von der rechten Seite. Rübergekommen jetzt mit dem rechten Fuß. Die nächste Ecke. Axel Roos deckt den linken Torpfosten, hat es aber wehgetan eben bei diesem Zweikampf und winkt einen Betreuer ran. Fiel das Tor durch Nuno Gomes. 1:0. 2 Minuten noch in dieser ersten Halbzeit. João Pinto. Vorbei an Ojigwe. Und Samir muss reparieren. Sie leben von den Kontern im eigenen Stadion, die Portugiesen. Lautern hat fast alles richtig gemacht, taktisch gut eingestellt, die Mannschaft stand gut, vor allem auch in der Abwehr, spielte über außen, hatte ein Übergewicht, aber das Ganze nicht konsequent genug in Richtung Tor, sobald es in Richtung Strafraum ging von Benfica. Da wurde es unpräzise und ein bisschen schludrig und die Quittung heißt 0 Tore Kaiserslautern. 1 Tor Benfica Lissabon.
Es ist müßig, darüber zu philosophieren, ob das denn nun gerecht, verdient oder nicht ist. Zwei Minuten wird nachgespielt, zeigt der UEFA-Delegierte, der vierte Schiedsrichter, unten am Spielfeldrand. Odjikwe, gute Szenen nach vorwärts, aber ein-, zweimal wurde er ausgetanzt von Poborski und auch von João Pinto. Und jetzt gibt es Gelb. Für Marco Reich offensichtlich. Odjikwe kriegt die gelbe Karte, weil er mit gestrecktem Fuß in diesen Zweikampf reingegangen ist. Kann man so sehen. Das klären wir, das verspreche ich Ihnen bis Ende dieses Spiels, wer denn nun die gelbe Karte bekommen hat. Also vom Zweikampf her kann das nur in Richtung... Oder ist es dieser Schubser, der Schiedsrichter Barber echauffierte? Das wäre Unfug, meine ich. Denn da war das Zweikampfverhalten von Odjikwe strafwürdiger. Aber sei es drum, also gut. Reich kriegt Gelb, ist unbelastet. Bislang Odjikwe bleibt, was gelbe Karten angeht, jungfräulich. Ramsi spielt bislang einen soliden Libero als Ciriaco Sforza-Ersatz. Und Axel Roos stand wieder mal falsch in João Pinto. Tut offenbar immer noch weh, der Knöchel. Hoffentlich lässt sich das beheben in der Halbzeitpause. Von den Chancen her jetzt, würde ich sagen, ausgeglichen. Aber was zählt, ist das 1:0. Poborski. Und da ist die erste Halbzeit zu Ende. 1:0 liegt der FCK zurück bei Benfica Lissabon. Gegen diesen Gegner müssen die Lautre hier, nach allem, was wir bisher gesehen haben, nicht verlieren. Es bleiben ja noch 45 Minuten. Bis dann. Erste Hälfte. Der Berg ruft. Der Betze bebt. Die Kollektion des ersten FC Kaiserslautern. Teuflisch gut. Rufen Sie an. Die Hotline 0180 5671 237. Ciriaco Sforza,
hat Ihnen dieses Spiel ein bisschen die Haare zu Berge stehen lassen? Ja, die Haare zu Berge stehen lassen, wie wir erste Halbzeit gespielt haben, weil ich weiß von meinen Mitspielern, sie können was anders. Unser Problem war sicher, dass wir das gleiche Spiel gemacht haben wie beim Ficker, sondern nicht aggressiv, sondern... Lätschert, ein bisschen schläfrig. Ja, so ungefähr, weil das darf uns einfach nicht passieren, weil wir Spitzenreiter sind, wir sind eine große Mannschaft, wir wollen eine große Mannschaft werden, da müssen wir aggressiv auch in beim Ficker spielen und das Zeichen setzen, wir wollen hier alles klar machen. 30. Minute fiel das 1:0. Wie haben Sie es selber gesehen, da auf der rechten Seite? Poborski vorbei an Ojikwe? Ja, wie gesagt, ich glaube, so ein Poborski kommt immer vorbei, was im 16er dann ist, wir sind zu weit weg vom Mann und das darf uns einfach nicht passieren, aber das, die Aktion vorher, wir haben den Ball und verlieren den Ball so ein bisschen dumm, das darf uns einfach, wie gesagt, in Zukunft nichts mehr passieren. Samir zu weit weg von Nuno Gomes? Ja, es ist sicher nicht jetzt nur die Schuld von Samir, sondern wir waren allgemein nicht aggressiv, auch schon im Mittelfeld und das darf einfach in Zukunft, müssen wir das abschaffen. Dann die 41. Minute, schöne Chance für Ihre Mannschaft durch den Freistoß von Michael Ballack. Ja, wir wissen, dass der Michael einen guten Schuss hat und der Torhüter hat sicher glänzend gehalten, aber wir haben schon vorher Chancen gehabt, wir haben nur nicht dran geglaubt, ein Tor zu schießen. Prognose für die zweite Halbzeit. Darf Lautern dieses Spiel, also verlieren dürfen sie es eigentlich unter keinen Umständen. Über ein Unentschieden kann man reden? Ja, wir wollen nicht verlieren, das ist ganz klar. Aber ich glaube, wir verlieren das Spiel nicht, wenn wir aggressiv spielen und nach vorne, sondern im Kopf haben, wir wollen Tor schießen. Was sagt Otto Rehhagel dann bei einem solchen Spiel jetzt in der Halbzeit? Ja, aber was sagt der Trainer, was sagen die Spieler? Ist ganz klar, da fehlt die Aggressivität nach vorne, um das Spiel wirklich zu gewinnen. Mhm. Hoffen wir, dass es noch was wird. Zur zweiten Halbzeit sind wir gleich wieder da. Zurück im Estadio da Luz. Benfica Lissabon führt 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern, der zweimal wechseln muss. Es kommt rein Harry Koch. In der Abwehr für Axel Roos, hat also die Knöchelverletzung nicht reparieren können in der Halbzeit. Und es kommt rein der nächste 21-Jährige, der Brasilianer Junior. Da ist er, 21 Jahre alt, aus der eigenen Jugend. Nein, er kam neu von Eintracht Aalst aus Belgien. Und Otto Rehhagel sagt ihm eine große Zukunft voraus. Er also rechts für Buck. Andreas Buck, dessen Achillessehnenreizung, Verletzung ihn zum Aufgeben zwingt. Also rechts jetzt Junior und Harry Koch übernimmt Joao Pinto. Koch begrüßt Joao Pinto mit einem Foul. Paulo Madeira. Ronaldo. Ball Nummer 4 für den portugiesischen Vizemeister. Benfica wurde ja im vergangenen Jahr Zweiter hinter dem FC Porto und musste dann durch die Qualifikation gegen Beitar Jerusalem mit 6:0 gewann man hier und verlor dann 2:4 in Jerusalem. Poborski. Christoph. Jetzt gibt er Gelb für Minto. Und das absolut zu Recht.
mit beiden Beinen voraus und von hinten. Poborski. Es soll Interesse geben vom VfB Stuttgart und von Bayer Leverkusen und Tschechien. Ronaldo sprang Riedl ins Kreuz. Ojikwe. Fünf Spieler auf dem Platz beim 1. FC Kaiserslautern, nicht älter als 22. Ramsi Junior. Im Moment erinnert das eher an Flippern da unten. Der Ball spritzt umeinand. João Pinto. Pembridge. Riedl. Marshall einsam in der Spitze. Und Paulo Gigwe. Und jetzt gibt es wieder Gelb. Und auch das zurecht. João Pinto. Abgefälschter Schuss. Eckball Nummer 5, ja.
Pinto. Junior. Riedel. Riedel! Positiv auffallen. Eigentlich nur auffallend nur die Jungen beim FCK. Ojikwe. Marco Reich. Mit rechts. Nuno Gomes gegen Samir. Einwurf für Lauter. Cambridge, walisischer Nationalspieler, kam neu von Sheffield Wednesday. Riedel. Poborski. Poborski. Schiedsrichter Barber schaut rüber zum seinem Assistenten. Da liegt ein einsamer Schuh von Karel Poborski, aber der Assistent lässt die Fahne unten. Da hatte Ojikwe Glück, dass ihm das Foul, das er machen wollte, nicht gelungen ist. Achte nochmal drauf. Jetzt macht er den Arm raus. Ja, das kann man, das muss man pfeifen. Und für taktische Fouls wollte die UEFA auch schon mal gelb sehen und das wäre dann gelb-rot gewesen. Otto Rehagel ist lang genug im Geschäft, er spürt die Gefahr und reagiert. Ojikwe geht raus und für ihn kommt rein mit der 18 Jürgen Riesche eine zweite Sturmspitze. Also Marco Reich wird jetzt die Seite zumachen. Er ist schnell genug gegen Poborski. Und vorne jetzt also knappe Stunde gespielt. Man liegt 0:1 hinten. Zwei Spitzen. Samir Christoph. Haben sie. Macht es sich selber schwer, wenn er Libero mitgeht, dann muss er präziser zuspielen. Nuno Gomes, klasse rausgespielt von Joao Pinto. Nuno Gomes und mit dem Fuß, Riesenreaktion von Reinke. Die Nachlässigkeit von Hani Ramsi war Ausgangspunkt der Situation und dann macht das Joao Pinto Weltklasse. Und Reinke steht wie eine Eins
und reagiert erst. Wartet, wartet. Und Sie haben gesehen, Nuno Gomes wollte es umgekehrt haben. Wartete auf die Reaktion des Torhüters, um dann freies Schussband zu haben. Reinke tat ihm den Gefallen nicht. Es bleibt beim 1:0. Benfica, es bleibt dabei, kontert im eigenen Stadion. Christoph. Riesche. Nuno Gomes, da stehen Sie falsch. Samir unkonzentriert. Christoph. Rische, Christoph. Marschall. João Pinto. Der 21-jährige Vertragsamateur Carlos de Jesus Junior. Wir sind Schiedsrichter Barber war 3 Meter entfernt und sah genau, wie der Brasilianer den Arm zur Hilfe nahm in diesem Zweikampf. Reinke. Sollten Sie sich zu Hause jetzt Sorgen machen, dass hier 4 Nicht-EU-Ausländer beim FCK auf dem Platz stehen und dass dieses Spiel ähnlich wie das gegen den VfL Bochum zu Hause damit schon verloren sein könnte, darf ich Sie beruhigen, in der Champions League gibt es die Beschränkung nicht. Ballack. Riedel. Koch. Reich. Sind die Ungenauigkeiten, die den Gegner stark machen. Poborski. Hugo Leao. Ballack. Samir. Ballack. Reich natürlich defensiver engagiert jetzt. Fehlt ein bisschen auf der linken Seite. Marschall. Marschall. Das hat er klasse gemacht. Und Ovčinnikov hatte den entscheidenden Zentimeterlänge. 1,90 Meter ist er groß. Und die hat er auch gebraucht. Macht ein klasse Spiel, der Torhüter bei Benfica. Aber endlich mal wieder eine torgefährliche Situation für den deutschen Meister. Marschall, Marco Reich. Das Spiel hat aber zum Glück für uns alle, meine ich, an Intensität zugenommen.
Riedl. Marschall, Riesche. Ronaldo. Koch. Und Riedl. Poborski. Riedl verfolgt ihn, vergeblich. Ballack, gut. Christoph und Marco Reich. Gegen Taha und Ugo Leao. Fünfmal war er englischer Meister, Graeme Souness, mit dem FC Liverpool, gewann auch dreimal den Europacup der Landesmeister. Christoph. Tahar. Er einer der Schwachpunkte bei Benfica auf der rechten Abwehrseite, und ihn bearbeiten wäre keine schlechte Idee. Ramsey nicht konsequent im Zweikampf, Reinke muss es ausbaden. Christoph. Junior. Ball im Aus. Michael Ballack ist jetzt ein wenig auf die Seite zurückgegangen, kümmert sich um Poborski. Und dadurch ist wieder Marco Reich für die Offensive freigesetzt. Jetzt Poborski gegen Reich wieder. Der kleine Tscheche wird stärker. Ugo Leao. Oh, stark. Und Harry Koch. Poborski.
Cambridge. Benfica ist dabei, weil der FCK die Portugiesen lässt, die eigenen Zuschauer stückchenweise zu versöhnen. Cambridge. Christoph. Schön gespielt. Ballack. Diese Ballverluste machen es immer wieder schwer. Poborski gegen Samir. Vorbei an Samir. Joao Pinto. Joao Pinto und das 2:0. In der 70. Minute. So kann man Zweikämpfe nicht bestreiten, wie Samir. So leichtfertig wie hier im Mittelfeld Ballack darf man Bälle nicht verlieren. Und dann tanzt Joao Pinto Ramsey aus. Und da hätte es schon mehr als nur Glück gebraucht für Andreas Reinke. So jubelt ein Trainer, dem die eigene Mannschaft den Arbeitsplatz rettet. Also das waren sicher einige Glanzstückchen individueller Art von Poborski und von Joao Pinto. Aber da hat der erste FC Kaiserslautern tätig den Boden bereitet, erst die Bühne für solche Auftritte. Er wird sie gewarnt haben und er wird es ihnen immer wieder gesagt haben. Otto Rehhagel, auf internationalem Niveau werden solche Fehler in der Regel bestraft. Das geht ein, zweimal gut. Christoph. Hat eine Menge Gegenwind erlebt, Otto Rehhagel, vor ein paar Wochen nach seinem Wechselfehler gegen den VfL Bochum. Aber dann haben er und die Mannschaft sich gefangen, haben eine Serie hingelegt, die hier jetzt massiv in Gefahr gerät. 0:2, 73 Minuten gleich gespielt. In den letzten 10-15 Minuten macht er sich sein künftiges Leben beim FCK nicht leichter, Samir. Wir wissen, es gibt Kritik an den beiden Ägyptern, an Ramsey und an Samir.
Vieles sicher ungerechtfertigt, vieles überzogen. Aber eben auch nicht alles. Poborski. Nuno Gomes. Joao Pinto. Rechts Poborski. Ah. Macht Fußballspielen wieder Spaß ihm. Am letzten Dezember von Manchester United konnte sich dort als großer EM-Star von 96 nicht durchsetzen. Ballack. Benfica eindeutig stärker. Harry Koch. Es fehlt das letzte Engagement, es fehlt die Präzision. Nuno Gomes, die Chiriakos Vorzeit der Halbzeitpause eingeklagt hatte. Ja, 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 faul gepfiffen hatte Joao Pinto, Andreas Reinke. Behindert. Und es fehlt nicht zuletzt eben Chiriakos Forza als Kopf der Abwehr, als Libero. Reich. Meter etwa. Ballack. Reich. Verfolgt von Taha. Christoph. Christoph. Joao Pinto. Junior. Viel ist ihm noch nicht gelungen. Reich. Riedel. Doch.
Das kann ihm nicht gefallen, das gefällt ja uns auch nicht. Ich denke, da sind wir uns einig. Das Spiel nach vorne stottert vor sich hin beim FCK. Christoph, links niemand, rechts Junior. Joao Pinto sah mir gut im Zweikampf. Riedel. Aber auch Olaf Marschall hat schon entschieden bessere Spiele gezeigt. Und ebenso sein sächsischer Sturmpartner Riesche. Von den beiden Spitzen wenig zu sehen. Und Harry Koch hat sich ja auch gestützt. Hugo Leão und Poborski. Den Zweikampf hatte Marco Reich versemmelt. Lautraben jetzt in einem Spiel so viele Tore bekommen, kassiert wie in vier Spielen davor, nämlich zwei. Und wenn noch was gehen soll, dann müssten die Pfälzer bald damit beginnen. Riedel beim Freistoß. Ballack mit vorne, der Lange und auch Christoph. Riedel. Leão, der 18-Jährige. Minto. Leão. Pembridge. Joao Pinto. Ich denke, es ist unstrittig, die Führung
der Portugiesen mittlerweile auch verdient. Balak, Kunstschuss und auf Ovčinnikov. Zum Spekulieren ist noch genug Zeit, aber Sie wissen, sollten die Lautre hier das Spiel verlieren und Benfica ins Biber beim 2:0, dann wäre Benfica im direkten Vergleich, so es denn zur Punktgleichheit käme, ein Tor besser. Lautern hat ja nur 1:0 gewonnen zu Hause. Also wir müssen noch nicht schwarz malen, nur ich sagte es vor dem Spiel, durch ist der 1. FCK noch längst nicht. Viel lenkt auch ab vom Spiel Helsinki gegen Eindhoven, den beiden anderen Gruppengegnern. Das zeigen wir Ihnen ja im Anschluss gleich. Und dann weiß man mehr. Aber das war nicht das, was Otto Rehhagel gepredigt hatte vor diesem Spiel. Warum sich auf andere verlassen, wenn man es aus eigener Kraft schaffen kann. Und dafür haben die Lautre letztendlich ein bisschen wenig getan hier. Ramsey, Marshall Ramsey. Koch. Sie hören den Anhang von Benfica Lissabon. Seit Wochen hatten sie nicht so viel Spaß. Poborski, schön gespielt, João Pinto. Nuno Gomes. Balak. Marco Reich. Wiederholung der Chance von eben. Versuchte João Pinto einen Absatzkick. Olaf Marschall kriegt kaum einen Stich. Im Deckungszentrum Benfica sicherer und stärker als beim Hinspiel.
Es sieht so aus, als hätte das Estadio da Luz seinen Nimbus für Otto Rehhagel jetzt verloren. Zweimal war er hier glanzvoll erfolgreich. Poborski. Balak. Vielleicht noch am auffälligsten bemüht im Mittelfeld. Aber links ist keiner, rechts Junior. Sicher etwas überfordert. Ein so radikaler Verjüngungsschnitt kann sicher nicht gut gehen, ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Otto Rehhagel weiß, dass man so junge Spieler behutsam ranführen muss. Hier musste man der Not gehorchen. Ratinho trainiert wieder, könnte noch vor der Weihnachtspause einsatzfähig sein. Ciriakos Forza hat seine Gelbsperre heute hier abgebrummt. Martin Wagner wird nach der Winterpause auch zurückkommen. Bei Schönberg dauert es noch ein bisschen nach seinem bösen Beinbruch. Gerade der Däne ist so wichtig für diese Mannschaft. 2 Minuten setzen wir noch drauf. Lautern hatte seine stärkste Phase so von Minute 15 bis Minute 30, bis zum 0:1. Da hatten sie den Portugiesen richtig Respekt eingeflößt. Leão. Junior Gomes, Leão, Reinke. Benfica zu diesem Zeitpunkt verunsichert. Und da hätte man was machen können. Dann gab es das 0:1. Und wie Ciriakos Forza sagte, der FCK hat sich die Spielweise der Portugiesen dann aufdrängen lassen. Das eher Bedächtige. Ramsey. Junior. Marschall. Gegen Hertha. Gab es ein Tor des Monats so. Ich sag's noch einmal, könnte in der Abrechnung zum Schluss ganz wichtig sein, hier ein Ehrentreffer. Dieses eine Tor, das auswärts ja dann bei Torgleichheit doppelt zählt. Aber nochmal, die Lauterer haben in 2 Wochen die Gelegenheit, gegen Helsinki zu Hause den Gruppensieg klar zu machen. Reich. Und dann braucht nicht spekuliert und nicht gerechnet zu werden. Das ist es. Riesche. Wieder mal als Joker eingewechselt und wieder mal zugeschlagen. Ein bisschen Versöhnliches in der 92. Minute. So wie man vorhin auch in diesem Strafraum Nuno Gomes die Gelegenheit zum präzisen Kopfball gelassen hat. Von lauterer Seite, so standen hier die Benfica-Spieler Spalier. Also 1:2, das ist weniger als man wollte. Aber es liest sich schon wieder ein bisschen besser. Das Spiel ist aus in einem durchschnittlichen, bestenfalls durchschnittlichen Champions League-Spiel. Zeigt Lautern eine eher unterdurchschnittliche Leistung, gemessen an dem, was der deutsche Meister bislang in der Champions League abgeliefert hat. Und verliert eben verdient bei Benfica Lissabon mit 1:2. Jetzt wird man rüberschielen auf das Spiel Helsinki gegen Eindhoven. Dann kennen wir die Ausgangssituation und dann wissen wir,
was in zwei Wochen vonnöten ist. Am einfachsten ein Sieg gegen Helsinki. Und das große, große Ziel, Viertelfinale, wäre für den deutschen Meister erreicht. Das war's von hier oben. Wir melden uns gleich aus dem Studio wieder. Natürlich auch mit dem Spiel des FC Bayern gegen Brøndby. So, da sind wir wieder in unserem Studio hier in Lissabon und wer noch nicht da ist, ist Otto Rehhage. Ist das ein gutes Zeichen oder ist das ein schlechtes Zeichen? Das hängt ganz maßgeblich davon ab, nach dieser Niederlage hier für den ersten FC Kaiserslautern, wie denn Helsinki gegen Eindhoven gespielt hat. Und Helsinki ist ja der letzte Gegner des ersten FC Kaiserslautern. Dann kann Kaiserslautern zu Hause spielen, aber es kann noch mal ganz, ganz eng werden und unter Umständen schaut ja der erste FC Kaiserslautern heute in die Röhre. Deswegen geben wir ganz schnell ab die Kurzzusammenfassung. Michael Niermann sagt uns, ob Helsinki, der Tabellenzweite, es gepackt hat in Eindhoven. Das Olympiastadion von Helsinki heute mit über 30.000 Zuschauern so gut besucht wie nie zuvor bei einem Europacup-Spiel von HJK. Die Finnen in Blau-Weiß, in der Anfangsphase drückend überlegen, die erste echte Tormöglichkeit für Eindhoven erst nach 30 Minuten. Van Nistelrooy und plötzlich für Pause, in der ebenfalls für Unterhaltung gesorgt war. Popmusik auf Finnisch. Das 3:1 für Eindhoven, gleichzeitig der Abschied von Helsinki aus der Champions League. Das ist natürlich ein Riesenglück für den ersten FC Kaiserslautern. Denn schauen Sie sich jetzt mal die Tabelle an. Beziehungsweise wir schauen uns die zusammen mit Otto Rehhage an, der da ist. Schauen Sie sich das mal an, wie knapp das jetzt ist. Kaiserslautern mit 10 Punkten vorne. Gehen Sie ruhig ein Stückchen hier noch rum. Mit 10 Punkten vorne. Dahinter Lissabon, dann Eindhoven und Helsinki. Und jetzt nehmen wir mal an, was ihre Mannschaft verhüten möge, dass sie zu Hause gegen Helsinki verlieren und Lissabon sein letztes Spiel gegen Eindhoven gewinnt, dann wären sie punktgleich und dann würde zählen der direkte Vergleich mit Lissabon. Der ist ja auch einmal gewonnen, einmal verloren und auch von den Toren her gleich. Aber sie haben auswärts ein Tor geschossen. Und zwar in der allerletzten Minute heute. Und dieses Tor bedeutet, dass ich Ihnen gratulieren kann. Sie sind Gruppenerster, es kann nichts mehr passieren, aber wenn Sie dieses Tor nicht geschossen hätten, dann wäre das nochmal eine Zitterpartie gewesen. War Ihnen das auf der Bank klar? Ja, mir war das von Anfang an klar, dass es schwer wird, diese Gruppe für uns zu entscheiden. Wir sind ja keine Übermannschaften, wir müssen hart arbeiten, das haben wir heute auch gesehen. Da sehen wir das Tor nochmal? Ja. Und das war herrlich gemacht, ein schön herrlicher Kopfball, ist Jürgen Rische ja sehr stark und da hat Marco endlich mal noch geflankt. Wir haben heute gesehen, Benfica, die haben herrlich den Ball laufen lassen. Wir sind viel zu lange mit dem Ball gelaufen. Am Anfang, in der ersten halben Stunde, haben wir gut gespielt und dann nach dem Tor, als dieser Flankenball kam, war ein Bruch im Spiel und wir haben nachher alle Zweikämpfe verloren und sind auch halbherzig in die Zweikämpfe gegangen. Das hat mir gar nicht gepasst und wir haben dann auch schlecht gespielt. Ja, haben Sie von der Schläfrigkeit von Benfica sich anstecken lassen? Ja, am Anfang, die Zuschauer haben hier schon gepfiffen und wir hätten da richtig nachsetzen müssen. Vielleicht war es auch so, dass unsere Jungs wussten schon, dass Helsinki verloren hatte. Und dann beschäftigt man sich mit dem Ergebnis und ich will aber immer, dass wir auch dazulernen während des Spiels. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch heute gesehen, dass einige Leute fehlen, die wir nicht so von heute auf morgen ersetzen können. Das war eben auch der Schönberg, Wagner und Giriakos Forza. Die fehlen uns natürlich, insbesondere auf der linken Seite, wo wir dann auch mal einen schönen Flankenlauf starten können. Da haben wir auch nur Rechtsfüßler. Das tut im Moment weh, aber wir haben, denke ich, so mit all den Schwierigkeiten im personellen Bereich, die wir bisher hatten, sind wir einen ganz guten Weg gegangen. Aber wie gesagt, mit der letzten Stunde hier konnte ich gar nicht zufrieden sein. Felix Görner hat mal gefragt, was der Kapitän denn dazu sagt. Olaf Marschall, erst einmal natürlich herzlichen Glückwunsch zum Weiterkommen ins Viertelfinale, trotz des 1:2. Aber die Niederlage war unnötig. Was macht sie denn so unnötig? Was sie so unnötig macht? Gut, wir haben eigentlich am Anfang relativ konzentriert gespielt. Dann fällt das 1:0. Gut, und wir haben versucht dann, ich sag mal, besser ins Spiel zu kommen. Haben aber, ich sag mal, dann mit dem Laufe der Spielzeit nie zu unserem Spiel gefunden.
Der Trainer Otto Rehhagel war in der Halbzeit sehr, sehr böse mit euch. Der muss sehr laut geworden sein. Was hat er euch denn gesagt? Ach gut, laut kann ich nicht sagen. Er hat uns im Endeffekt vorgehalten, dass er das mal beim 1-0 nicht aufgepasst hat. Und das war, ich sag mal, das Entscheidende. Ich meine, er hat gesagt, wir sollen es noch rausgehen und nochmal probieren, das Ding vielleicht unentschieden auszugehen lassen oder vielleicht gewinnen, aber es hat nicht geklappt. Nun, habt ihr das Viertelfinale erreicht? Gibt es einen Traum los? Ach gut, wir haben noch ein Spiel und traumlos. Ich glaube, es gibt genügend Mannschaften, wo es ein Traum wäre, in ein Stadion zu spielen. Aber gut, ich meine, wir nehmen, was kommt. Ich meine, man kann sich nicht aussuchen. Bayern München. Bayern München, das wäre natürlich nicht gerade das Beste, was kommen könnte. Ich meine, sicherlich, Bayern, weiß ich nicht, ob die uns zugelost werden können. Aber gut, wenn es kommt, dann kommt es so. Dankeschön. Ja. Otto Rehhagel, Ivan. Otto Rehhagel, nochmal also der Glückwunsch zum Erreichen des Viertelfinales. Dieses Tor von Jürgen Riesche war das Entscheidende in der 90. Minute, das 2:1. Wenn man jetzt ganz kompliziert hin und her rechnet, kommt man zu dem Ergebnis, jetzt kann dem ersten FC Kaiserslautern nichts mehr passieren. Haben Sie einen Wunschgegner fürs Viertelfinale oder möglicherweise eine Mannschaft, auf die Sie unter keinen Umständen treffen möchten? Ja, auf freien Umständen gegen Bayern München, weil dann wäre so ein bisschen die Luft raus. Und man spielt ja in der Bundesliga zweimal gegeneinander. Wir möchten, wenn es denn geht, eine andere Mannschaft bekommen. Aber wenn es das Los so will, dann müssen wir es aufschlucken. Jetzt das letzte Heimspiel gegen Helsinki. Wird das nochmal ein großes Fest auf dem Betzenberg, weil sich alle freuen, weil sie durch sind? Oder wird es langweilig? Na, ich denke schon, es wird wieder ausverkauft sein, weil Betzenberg ist ja für die Pfälzer Fans eine Kultstätte und ist egal, wer kommt. Wir wollen da immer ein Fest feiern, die Zuschauer kommen und es ist ausverkauft. Und wenn es dann ausverkauft ist, dann sind wir auch in der Pflicht, ein gutes Spiel zu zeigen und zu gewinnen.